Es gibt eine Zeit, die in geheimnisvolles Dunkel gehüllt ist. Große Mythen entstehen. Zu Beginn dieses dunklen Zeitalters verlassen die Römer nach 400 Jahren die britischen Inseln. 200 Jahre der Gewalt, des Aufruhrs und des Krieges sollten folgen. Das steht noch heute in den Geschichtsbüchern. Sagen erzählen von einem ritterlichen und heldenhaften König, der sich neuen Invasoren entgegenstellt. Artus. Doch was daran ist wahr? Neueste archäologische Forschungen bringen jetzt Licht in das dunkle Zeitalter der britischen Geschichte. Klar erkennbar. Durch beispiellose neue Funde. An ihren Knochen findet man sehr wenige Hinweise auf die Einwirkungen von Waffen, Schwertschnitte etwa. Und mit bahnbrechenden wissenschaftlichen Methoden. Einer dieser totalen Wow-Momente. Alice Roberts will die wahre Geschichte hinter dem Mythos von König Artus aufdecken. Absolut phänomenal. Wir sehen auf diesem riesigen Streifen Land eine durchgehende Besiedlung. War das dunkle Zeitalter wirklich so finster, wie wir glauben? Wir haben es nicht mit einer menschenleeren Landschaft und verzweifelter Armut zu tun. Das ist nicht unbedingt die Wahrheit. Es hat nichts mit der echten Geschichte zu tun. Moderne Archäologie soll den Ursprung der Legende aufdecken. Das frühe 5. Jahrhundert ist eine Zeit des Umbruchs in Britannien. Das Römische Reich ist geschwächt durch innere Machtkämpfe und Angriffe barbarischer Völker. Nach 400 Jahren verlassen die Römer die britischen Inseln. Es war eine Zeit des Wohlstands. Dies Tenebrosa sicut nox. Tage so dunkel wie die Nacht. Das ist eine tolle Art zu sagen, willkommen im dunklen Zeitalter. Oft wird behauptet, dass der Abzug der Römer verheerende Auswirkungen auf ganz Britannien hat. Ohne die Römer brechen gesellschaftliche Strukturen zusammen. Straßen und Städte verfallen. Diese Epoche werden Historiker später das dunkle Zeitalter nennen. Denn man weiß sehr wenig darüber, wie das Leben in diesen Jahrhunderten war. In diesen 200 Jahren von 400 bis 600, in diesen 8 oder 10 Generationen, kennen wir die Namen von vielleicht, also man kann sie an 2 Händen abzählen. Aus diesem ganzen Zeitraum haben wir nur von 2 oder 3 Personen Textfragmente. Dieser Mangel an schriftlicher Überlieferung hat dazu geführt, dass ein Name besondere Bedeutung erlangt hat. König Artus. Aber welche Realität verbirgt sich hinter der Legende des heldenhaften Königs? Wie war das Leben damals? Die Anthropologin Alice Roberts nutzt neue Erkenntnisse, um den Mythos auf seinen Wahrheitsgehalt zu überprüfen. Und um herauszufinden, was in diesem entscheidenden Moment in der Geschichte Englands wirklich passiert ist. Ihre Reise auf den Spuren von König Artus beginnt in der British Library in London. Julian Harrison ist Kurator für mittelalterliche Handschriften.
Das ist also Joffrey. Hier haben wir eines der frühesten Exemplare von Geoffrey of Monmouth's History of the Kings of Britain. Es ist ein Bestseller des 12. Jahrhunderts. Die Schrift auf dem Pergament ist noch immer kristallklar. Die Schrift ist so schön, sie ist so gleichmäßig. Das ist fantastisch. Vor 900 Jahren verfasste der walisische Mönch Geoffrey of Monmouth seine eigene Version der Geschichte Britanniens. Er berichtet auch über einen gewissen König Artus, der 600 Jahre früher regiert haben soll. Hier ist die Seite. Geoffreys Manuskript ist auf Latein, der Schriftsprache des mittelalterlichen Britannien. Ich kann das eine oder andere Wort sogar lesen. Ich lese Konzept. Und dann Eadem Nocte. Eadem Nocte. Also, das sagt uns, dass er in dieser Nacht gezeugt wurde. Der gefeierte König Artus. Arturus, Arturum. Die Vorgeschichte ist bizarr. Arturs Vater bittet den Zauberer Merlin, ihn in die Gestalt des Herzogs von Cornwall zu verwandeln, damit er dessen Frau verführen kann. Er sieht aus wie ihr Ehemann und bekommt, was er will. Als Ergebnis dieser besonderen Nacht unter diesen besonderen Umständen wurde Artus gezeugt. Wenn diese Worte auf der Seite erscheinen, ist das der Anfang von dem König Artus, den wir kennen. Artus Geschichte beginnt in einem abgelegenen Küstendorf im äußersten Westen Britanniens. Es ist in der obersten Zeile. Ich denke, das heißt Deki. Es heißt Dehi und dann? Tintagol. Tintagol, genau. Ist das die erste Verbindung von Tintagel mit Artus? Ja, richtig. Geoffreys Geschichtsbuch entwickelt sich wie ein moderner Actionfilm. Es ist voller Aufregung, voller Schrecken, voller Dinge, die sein Publikum lieben würde. Geoffrey erdichtet die perfekten Schurken, um seinem christlichen Publikum zu gefallen. Ohne die Römer sind die Briten schutzlos gegen Invasoren, so der Tenor. In Geoffreys Erzählung stürmen die heidnischen Angeln, Sachsen und Jüten das Land. Sie kommen aus dem heutigen Deutschland, Dänemark und den Niederlanden. Ihre Armeen zerstören alles, was ihnen in den Weg kommt. Geoffrey vermittelt uns die Vorstellung, dass die Römer Britannien dem Chaos überlassen haben. Plagen, Bürgerkrieg, Sachsen, die rücksichtslos alle abschlachten. Seine Erzählung ist melodramatisch. Doch dann, so Geoffrey, kommt Artus aus dem Westen, vereint die Briten und bietet ihren Feinden die Stirn. Das Ergebnis? Ein geteiltes Land, bedrängte Briten im Westen und Horden von Angeln, Sachsen und Jüten im Osten. Spätere Historiker werden sie unter Angelsachsen zusammenfassen. Das ist das Britannien von König Artus. Bei der Lektüre bekommt man das Gefühl, dass die Briten für alles stehen, was gut und richtig ist. Es gibt eine Frontlinie zwischen diesen beiden Gruppen. Es ist ein Briten gegen Angelsachsen. Die Angelsachsen sind die Macht des Bösen, das zerstört werden muss. Briten und Sachsen töten sich gegenseitig. Das ist Artus' Welt. Dort existiert er. Hier geht es um sein Schwert, Gladio Optimo. Das beste Schwert. Und es heißt Caliburno. Caliburn. Excalibur? Aber im Original heißt es Caliburn. Artus Schwert ist so eine Art Massenvernichtungswaffe. Artus soll mit Caliburn etwa 470 Männer im Alleingang getötet haben. Er wurde zum Berserker. 470 Opfer bei nur einem Ansturm, das ist unfassbar. Er wird hier offensichtlich dargestellt als... Er ist ein Superheld. Ja.
Geoffreys Buch ist die früheste Erwähnung eines König Arthurs. Texte, die näher an dieser Zeit dran sind, erwähnen ihn nicht. Aber auch sie beschreiben eine mit Krieg einhergehende Invasion. Der älteste Text wurde von einem Mönch namens Gildas zusammengestellt. Fragmente sind noch lesbar. Er schreibt im 6. Jahrhundert. Kein Geschichtswerk, es ist eher eine Polemik. Er kritisiert die Briten, ihre Freveltaten und ihre schlechte Lebensweise. Das sei auch der Hauptgrund, warum sie von den Sachsen erobert wurden. Das ist eine der wenigen lesbaren Passagen. Er spricht über die Invasoren wie gefräßige Wölfe. Die Sachsen sind verrückt. Verrückt, ja. Sie zerstören offensichtlich alles. In Gildas Worten, sie hinterlassen nur Verwüstung. Es ist also eine Armee von Eindringlingen, kurz der Einmarsch des Feindes. Genau. Schwierig an diesen Berichten ist, dass wir nur eine einzige Sichtweise auf die Geschehnisse haben. Sowohl Geoffreys als auch Gildas Werke sind sehr subjektiv. Kein Beweis, dass es tatsächlich so war. Dennoch liefern sie wichtige Hinweise für die Suche nach dem wahren König Artus. Beide berichten von einer gewaltigen Invasion aus dem Osten und von dem Widerstand der Briten im Westen. Gildas und Geoffreys Aussagen dazu werden durch archäologische Funde gestützt. Die meisten angelsächsischen Siedlungen wurden in Ostengland gefunden. Wenn Artus wirklich Heerführer in einem großen Krieg war, müssten Funde auf Schlachtfelder entlang der Grenze zwischen beiden Gruppen hinweisen. Der Archäologe Dominic Powelsland kartiert ein riesiges Gebiet östlich der Grenzlinie in der Nähe von West Heslerton in Yorkshire. Alle diese Felder wurden untersucht. Alice will wissen, was dieses Mammutprojekt über das Leben an der angeblichen Grenze von König Arthurs Reich ergeben hat. Bei der geophysikalischen Untersuchung werden mithilfe von Radar, der auch Bodenschichten durchdringt, alte Strukturen kartiert. Jeder einzelne Punkt ist ein Objekt? Ja, alle diese Punkte sind individuelle Objekte. Man kann diesen Bereich hier vergrößern. Wir sehen hier alle Informationen zu den Funden. Das ist die Karte, das die Verteilung der Funde. Es geht immer weiter und weiter. Sie haben Tausende von Funden. Das ist eine phänomenale Menge an Daten. Ja, etwa 1 Million. Das ist schon beeindruckend. Noch erstaunlicher ist allerdings, was er nicht gefunden hat. Es gibt keine Massengräber mit Kriegstoten. Keine Anzeichen von Invasion und Kämpfen. Keine Beweise für Massaker an den Einheimischen durch gewalttätige Angelsachsen. Ich habe noch nie Belege für eine Invasion gesehen. Und auch angelsächsische Skelette zeigen wenig Anzeichen von Gewalteinwirkung. Wenn Menschen in großer Zahl getötet werden, hinterlässt das zwangsläufig Spuren. Aber wir finden hier nur wenige Angelsachsen mit schweren Verletzungen. An ihren Knochen findet man nur wenige Verletzungen von Waffen- und Schwertwunden. Das ist sicher keine pazifistische Gesellschaft. Aber tatsächlich spielen physische Konflikte hier keine besonders große Rolle. Diese Resultate werden durch Funde an anderen Orten bestätigt. Von allen ausgegrabenen Leichen, die aus der Zeit von 400 bis 600 stammen, und wir haben Tausende von ihnen, Männer, Frauen, Kinder, alte Menschen, junge Menschen, von all den Tausenden von Skeletten, haben weniger als 2% Verletzungen durch scharfe Objekte. Wie passt das mit Kämpfen zusammen?
Die Archäologie zeigt ganz eindeutig, dass es keinen großen Konflikt gab. Die ganze Arbeit, die hier reingeflossen ist, ist phänomenal. Das wirkt wie eine sehr dicht besiedelte Landschaft. Die Angelsachsen waren keine amoklaufenden Krieger. Sie waren Bauern. Wir haben Siedlungen hier und hier und hier. Und dort gibt es natürlich eine große bei West Heslerton. Wir haben 14 Siedlungen identifiziert, wahrscheinlich bald 15. Angelsächsische Bauten dominieren die Landschaft. Die Siedler importierten ihren traditionellen nordeuropäischen Baustil. Sie bauten Grubenhäuser, in den Boden eingetiefte Hütten mit Strohdächern. Diese Flecken hier sind Grubenhäuser. All diese kleinen Flecken. Man sieht dort große Häuser, hier große Häuser, viele dieser Grubenhäuser. Hier ist auch ein kleines Dorf, eines dort, eine Menge Gebäude dort. Das ist alles miteinander verbunden. Sie sind überall. In angelsächsischer Zeit war das Gebiet dicht besiedelt. Hunderte von Gebäuden in über einem Dutzend verschiedener Siedlungen. Und was ist mit dem Westen? Gibt es Belege für einen kriegerischen Konflikt und für einen legendären Herrscher wie König Artus? Neue Grabungen an der britischen Westküste sollen diese Fragen beantworten. Sie finden in Tintagel statt, dort, wo Artus nach Geoffrey of Monmouth gezeugt worden sein soll. Schon in den 1930er Jahren wurde hier eine Siedlung aus dem 5. Jahrhundert freigelegt. Aber Alice Roberts ist einer brandneuen Entdeckung auf der Spur. Der Archäologe Win Scott ist der Kurator der Anlage. Also Win, stell mir Tintagel aus der Luft vor. Was können wir sehen? Es ist fantastisch. Man kann bereits eines der rechteckigen Gebäude aus dem 5. bis 6. Jahrhundert erkennen. Das ist die Epoche, die dich besonders interessiert. Ja, absolut. Im Gegensatz zu den Holz- und Strohdachbauten im Osten gab es in Tintagel über 100 Steingebäude. Sind das noch mehr? Noch ein paar mehr da drüben. Es ist eine Siedlung für Hunderte von Menschen. Das hier sind die einfachen Bauten, die vor über 80 Jahren ausgegraben wurden. Aber im Sommer 2017 wurde ein viel größerer Komplex entdeckt. Wir graben hinter diesen südlichen Klippen weiter und da sind wir. Oh, da sind die Gräben. Fantastisch. Und sie sind bei der Arbeit. Wir können sie ausspionieren, das ist ja genial. Ja, genau. 5 Wochen lang tragen die Teams alles zusammen, womit sich das Leben auf Tintagel detailliert rekonstruieren lässt. Alice schließt sich der Standortleiterin Jackie Nowakowski an, um die Bedeutung der neuen Ausgrabung zu verstehen. Als wir anfingen, den Rasen zu entfernen, erschienen ziemlich schnell die Steinmauern. Das alles hier war über 1400 Jahre unter der Erde. Das sieht ganz anders aus als die Überreste der Gebäude im Osten Englands. Sie stammen zwar aus dem 6. Jahrhundert, bestehen aber aus kleineren Steinen und dünneren Wänden. Sie unterscheiden sich völlig im Hinblick auf den Baucharakter und im Aufwand, der zur Errichtung notwendig war. Sie sind massiv. Solide Wände, oder? Außergewöhnlich. Sie sind über 1 Meter breit und man sieht, dass sie aus großen Schieferblöcken bestehen. Sehr massives Material. Man hat sie horizontal gelegt und sie bilden eine wirklich schön geformte Wand. Diese Gebäude sollten Eindruck machen. Sie sind Teil dieses größeren Komplexes, der in diese Richtung und in diese Richtung geht. Wir haben noch einiges zu tun.
Die Gebäude befinden sich auf einer natürlichen Terrasse mit herrlichem Ausblick. Ihre markante Position, die beeindruckende Größe und die massiven Wände zeigen, dass viel Aufwand dafür getrieben wurde. Die Ausgrabungen ermöglichen ein 3D-Modell dieser Anlage aus dem 5. Jahrhundert. Tintagel wird zu neuem Leben erweckt. Wer auch immer hier lebte, muss eine bedeutende Funktion ausgeübt haben. Diese Menschen hatten wohl einen hohen Rang inne. Die Bewohner mussten nicht nur einfach über die Runden kommen. Diese Menschen lebten gut. Bei der Errichtung dieser Gebäude zeigten sie sehr, sehr viel Sorgfalt. Wir vermuten, dass es sich um eine Residenz handelt für Menschen mit hohem Status. Das wirkt eben ganz außergewöhnlich. Das könnte sogar der Ort sein, an dem die mächtigste Persönlichkeit in diesem Gebiet wohnte. Ein mächtiger Herrscher des dunklen Zeitalters, vielleicht. Aber ob es der legendäre König Artus war? Hieb- und stichfeste Beweise für seine Existenz, geschweige denn für Tintagel als seine Burg, konnten noch nicht erbracht werden. Die Funde deuten eher darauf hin, dass das Leben der Briten hier so friedlich verlief wie das der Angelsachsen im Osten. Nur eben viel extravaganter. Das ist ein schöner Fund. Ja, hochwertiges Geschirr. Der Rand auf der Unterseite, das sitzt gut auf dem Tisch. Wunderschön. Wir haben viel feines Tafelgeschirr gefunden. Und sogar einige Behälter für Wein und Olivenöl. Sie gingen zu Bruch und wurden hier entsorgt. Wer hier wohnte, war reich. Das ist der umfangreichste Fund hochwertiger Keramik aus dem dunklen Zeitalter, der jemals in Großbritannien entdeckt wurde. That is really beautiful. Es gibt sogar Bruchstücke von feinen Weingläsern. Die exquisiten Keramiken auf Tintagel unterscheiden sich ganz gewaltig von den Töpfereierzeugnissen im angelsächsischen Osten Britanniens. In dieser Hinsicht stimmen archäologische Funde und historische Schriften überein. Im 5. Jahrhundert ist Britannien ein geteiltes Land. Geteilt nicht durch Krieg, geteilt durch Kultur. Aber wenn die angelsächsischen Invasoren die Einheimischen nicht getötet haben, was ist dann mit ihnen passiert? In den vergangenen 10 Jahren wurden auf einem angelsächsischen Friedhof in Oakington über 100 Skelette ausgegraben. Das war äußerst aufschlussreich. Die Knochen eines Frauenskeletts geben Einblick in den Alltag im 5. Jahrhundert, im dunklen Zeitalter. Mein erster Eindruck ist, dass es sich um jemanden handelt, der ziemlich grazil, ziemlich leicht gebaut war. Dann wende ich mich den Zähnen zu. Den Backenzähnen nach war es ganz klar eine junge Frau. Der dritte Molar, der Weisheitszahn, wächst im Alter von 18 bis 21 Jahren. Und er ist nur wenig abgenutzt. Die Vorderzähne dagegen ergeben ein ganz anderes Bild. Der Zahnschmelz ist vollständig abgenutzt und sie sind oben flach. Das weist darauf hin, dass sie etwas mit ihren Vorderzähnen machte, was nichts mit Essen zu tun hatte. Vielleicht nutzte sie ihre Zähne als Werkzeug, vielleicht für Lederarbeiten. Jedenfalls benutzte sie ihre Zähne. Neben den Aufschlüssen, die sich aus dem Skelett ziehen lassen, sind es vor allem die Grabbeigaben der jungen Frau und anderer Toter, die uns eine Vorstellung vom materiellen Reichtum dieser Kultur geben. Wir haben eine Frau in der Mitte mit 2 Broschen auf der Schulter und einer Menge Bernsteinperlen. Und neben ihr liegt ein Jugendlicher. Und wir haben ein Kind.
Ja, ein kleines Kind. Man fragt sich, wie sie in dasselbe Grab kamen. Stimmt, wir haben runde Broschen und lange, wir haben kreuzförmige Broschen. Alle Formen sind vertreten. Alles, was man von einem angelsächsischen Friedhof erwarten würde. Keine Überraschungen, absolut typisch. Die Grabbeigaben deuten darauf hin, dass diese Menschen angelsächsische Immigranten waren. Doch archäologische Funde sind, genau wie geschriebene Geschichte, anfällig für eine Fehlinterpretation. Daher werden die Broschen mit physikalischen Verfahren genauer untersucht. In diesem Nationalen Institut für Synchrotronstrahlung in Oxfordshire werden Elektronen in einem 560 Meter langen Magnetring fast bis auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Dabei geben sie Synchrotron- bzw. Röntgenstrahlung ab, die auf ein Sechstel der Breite eines Haares fokussiert werden kann. Mit ihrer Hilfe lässt sich die chemische Zusammensetzung der Brosche untersuchen. Die Ergebnisse überraschen. Stellen die grünen und blauen Flächen unterschiedliche Elemente dar? Genau. Die grünen Punkte markieren Eisen, die blauen Blei. Das Blei zeigt, es handelt sich um Glas. Tatsächlich handelt es sich um eine damals bekannte Art der Glasbearbeitung. Es ist keine Technik, die von außerhalb stammt. Es ist ein einheimisches Verfahren. Man nimmt ein Glas, zermalt es mit anderen Stoffen zusammen in einem Tiegel. Dann erhitzt man es in den Aussparungen eines Objekts und es entsteht Emaille. Solche Emaillearbeiten sind britische Erzeugnisse. Der Stil dieser Brosche ist zwar charakteristisch für die Angelsachsen auf dem Kontinent, aber sie wurde entweder von Briten hergestellt oder von jemandem, der bei einem Briten gelernt hat. Das bedeutet, dass es sich nicht um einen Import aus Kontinentaleuropa handelt. Es ist ein importierter Stil, aber ein vor Ort hergestelltes Objekt. Aufschlussreich sind die Grabungen der Archäologen auch in anderer Hinsicht. Denn die Skelette können mit modernen gentechnischen Methoden untersucht werden. Finden sich in den Gräbern nur Skelette der angelsächsischen Invasoren? Die Wahrheit ist, wie immer, kompliziert. Um die Skelette objektiv einer der verschiedenen Bevölkerungsgruppen in Britannien zuzuweisen, wird eine DNA-Analyse durchgeführt. Skelett 82 weist eine starke Übereinstimmung mit niederländischen Skeletten auf. Genetisch ist es angelsächsisch. Skelett 1 dagegen ist genetisch indigen. Eine Übereinstimmung mit den alten Briten. Die Überraschung ist Skelett 96. Dieser Mensch stammte von Briten und den Angelsachsen ab. Das waren nur Stichproben, aber sie deuten darauf hin, dass die Angeln und Sachsen, die nach Ostengland kamen, nicht plötzlich die Briten ersetzt haben. Sie haben sich mit ihnen vermischt. Diese Menschen hätten sich wahrscheinlich nicht als Briten oder Angelsachsen bezeichnet. Sie haben sich wohl einfach als die Ortsansässigen gesehen. In dieser Epoche sahen sich Menschen nicht als Mitglieder eines bestimmten Nationalstaates. Menschen hatten keine Pässe. Sie waren keine Bürger des einen oder anderen Landes. Die Geschichte von König Artus, der die Briten gegen eine Invasionsarmee verteidigt, muss neu geschrieben werden. Ganz entgegen der Darstellung bei Gildas und Geoffrey zeigt sich, dass die Angelsachsen nicht massenhaft und quasi über Nacht eingewandert sind. Eher sickerten sie nach und nach ein, wahrscheinlich über einen sehr langen Zeitraum. Und vor allem, sie ermordeten nicht die Einheimischen, sie vermischten sich mit ihnen.
Diese Menschen kamen über die Nordsee, ohne die Einheimischen zu verdrängen. Sie bringen neue Stile, neue Ideen, Denkweisen, neue Sprachen, neue Religionen mit. Sie tragen zur bereits vorhandenen Vielfalt bei. Die existierende Kultur wird nicht durch eine neue ersetzt. Diese Menschen treiben Handel miteinander, heiraten, tauschen Moden aus. Die Briten beginnen, Broschen im sächsischen Stil zu tragen, die Sachsen Broschen im römischen Stil. Diese Objekte können nicht eindeutig Bevölkerungsgruppen zugeschrieben werden, wie wir es heute machen. Es war komplexer. Ostengland handelt mit der germanischen Welt, mit der sächsischen, mit Skandinavien. Von dort kommt ihre Mode, dorthin reichen ihre Handelsrouten. Mit kleinen Booten war es wesentlich einfacher, Waren von Ostbritannien nach Nordeuropa zu transportieren, als über Land in den Westen der Insel zu reisen. Diese Funde eröffnen eine radikal neue Sichtweise auf das Leben in Britannien nach dem Abzug der Römer. Anstatt die Ankömmlinge zu bekämpfen, haben sich die Briten mit den Nordeuropäern ausgetauscht. Es war eine Zeit des Handels und der Integration, auch wenn sich im täglichen Leben wenig geändert hat. Nehmen Sie Amerika. Amerikaner kommen aus der ganzen Welt. Sie alle tragen etwas zum Schmelztiegel Amerika bei. Und das war in Britannien des 5. und 6. Jahrhunderts genauso. Ein Beweis für diese Sicht auf das dunkle Zeitalter findet sich in der DNA der heutigen Bewohner Großbritanniens. Eine Studie aus Oxford sammelte Tausende von DNA-Proben von Menschen aus ganz Großbritannien, deren Familien seit Generationen in der gleichen Region leben. Wir wollten uns auf Einzelpersonen konzentrieren, bei denen alle Großeltern im selben Gebiet geboren wurden. Deren DNA ist seit mindestens zwei Generationen dort vorhanden. Peters Ergebnisse zeigen die regionalen Unterschiede in den Genen der Briten detaillierter als je zuvor. Aber was erzählt uns das über die Menschen im dunklen Zeitalter? Was sehen wir auf der Karte? Für was stehen die Farben und Formen? Jeder Kreis, Quadrat und jedes Dreieck repräsentiert eines der 2000 Individuen, die wir getestet haben. Eine Kombination von Farbe und Form stellt eine genetische Gruppe dar. Es gibt zum Beispiel eine Gruppe, die hier in rosa Quadraten dargestellt ist, eine weitere mit blauen Kreisen. Es gibt große Gruppen in weiten Teilen Englands, in Wales und so weiter, wenn wir uns im ganzen Land umschauen. Absolut außergewöhnlich finde ich diese verschiedenfarbigen Cluster an bestimmten Orten. Ich hätte eine homogene Verteilung erwartet. Es war einer dieser totalen Wow-Momente, die wir nicht allzu oft erleben. Wirklich aufregend. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob diese Genkarte die schriftliche Überlieferung von Massakern durch die angelsächsischen Invasoren bestätigt. Glauben Sie, dass dieses Muster aus roten Feldern durch eine massive angelsächsische Invasion zu erklären ist, die alles verdrängte, was vorher da war? Das ist absolut nicht der Fall. Wenn man eine typische Person aus Mittel- oder Südengland hernimmt, dann macht in ihrer DNA der angelsächsische Anteil nur etwa 10% aus. Beweise für eine Migration. Aber sie haben sicher nicht die bestehende Population ersetzt. Sie tragen zur DNA der modernen Briten bei, doch sie machen nur einen kleinen Anteil aus. Für das angelsächsische Großbritannien ist das eine überraschende Schlussfolgerung. Wir wissen, dass der größte Teil der DNA der heutigen Menschen in Mittel- und Südengland bereits vor der Ankunft der Angelsachsen vorhanden war. Sie haben nicht nur die bestehenden Populationen nicht ersetzt, sie machen sogar nur einen relativ kleinen Anteil der Abstammung der Menschen von heute aus. Wissenschaftliche Fakten sprechen dagegen. Dennoch steht die Invasion der Angelsachsen noch immer in den Geschichtsbüchern. Es war die angelsächsische Gedankenwelt, die die britische Kultur prägte. Das Angelsächsische wurde zur Weltsprache Englisch. Und doch zeigt die genetische Untersuchung, dass die angelsächsischen Einwanderer nie die Anzahl der einheimischen Briten übertroffen haben.
Historiker und Archäologen diskutieren seit Jahrzehnten darüber, ob das Aufkommen einer neuen Kultur wirklich mit einer enormen Zuwanderung in Verbindung steht. Bisher waren wir nicht in der Lage, diese Frage zu beantworten, aber jetzt kommen wir der Antwort immer näher. Genetik spiegelt wider, was in der breiten Bevölkerung abgelaufen ist. Historische Quellen sind häufig von den erfolgreichen Eliten geprägt, die Sprachen oder politische Systeme geradezu aufzwingen. Im Osten entwickelte sich also eine einheimisch-britische und angelsächsische Mischkultur. Aber was ist mit dem Westen? Warum waren die Bewohner von Tintagel so überaus wohlhabend? Und warum wird König Artus mit Tintagel in Verbindung gebracht? In Fort Cumberland befinden sich die Labore der englischen Denkmalpflege. Archäologische Funde aus Tintagel werden hier analysiert. Die Expertin für Keramik aus dieser Zeit, Mariah Duggan, untersucht die herausragenden Artefakte aus Tintagel. Sie will Erkenntnisse über Lebensweise und Identität der damaligen Bewohner gewinnen. Das ist das charakteristische Tafelgeschirr aus dem 5., 6. Jahrhundert. Wir haben etwa 14 Gefäße der gleichen Form, alle etwas anders. Das ist eine Schüssel, oder? Ja, es ist eine ziemlich große Schüssel, etwa 30 cm. Ihre Formgebung zeigt, dass die Schüssel nicht aus Britannien stammt. Das kommt aus der heutigen Türkei? Aus der Westtürkei, ja. Sie ist weit gereist. Ein solches Fragment verbindet Tintagel mit dem damaligen Konstantinopel, dem Oströmischen Reich. Und es gibt noch viele solcher Funde. Die große Mehrheit der Funde sind Amphoren, also Behälter für den Transport von Wein, Olivenöl und dergleichen. Auch andere feine Keramik findet sich, etwa aus Nordafrika und aus Südwestfrankreich, aus Bordeaux. Also von überall her. Wenn man nicht nur eine einzige Scherbe von römischen Amphoren findet, sondern eine große Menge, dann heißt das, dass es Handel, Diplomatie und Interaktion gab und dass Menschen quer durch Europa und über das Meer reisten. Was deutlich wird, Tintagel hatte eine enge Handelsverbindung mit dem Mittelmeerraum und der Atlantikküste. In Tintagel sehen wir, wie aktiv diese Handelswege im 5. und 6. Jahrhundert sind. Waren aus dem Mittelmeerraum und von der Atlantikküste sind offensichtlich gefragt und werden deshalb auch in Richtung Norden gehandelt, entlang der Atlantikküste. Der Westen Englands steht im Austausch mit dem Mittelmeerraum, mit dem kosmopolitischen Konstantinopel. Der Osten dagegen mit Nordeuropa. Tintagel war ein internationaler Handelshafen. Aber wie hat Tintagel in seiner Blütezeit ausgesehen? Der Co-Direktor der Anlage, James Gossip, führt eine detaillierte architektonische Untersuchung durch. Okay, wie hoch ist die Feuerstelle? Zusammen mit Tausenden von Fotos ermöglichen die Messungen eine virtuelle Darstellung der Anlage. Das ist Richtung Meer, nicht wahr? Ja. Die Gebäude wurden sorgfältig geplant, sogar mit Gemeinschaftsräumen. Der Komplex besteht aus einer oberen und unteren Terrasse. Das Obergeschoss hat einen 10 Meter langen Raum mit einem 5 Meter langen Nebenraum. Es gibt ein kleineres Gebäude nebenan und einen großen, offenen Innenhof. Alle sind durch einen zentralen Weg miteinander verbunden. Man sieht eine Reihe von Stufen, die in diese Öffnung im oberen Gebäude führen. Sie sind verbunden mit dem Weg, der zwischen den beiden Terrassen verläuft. Ein Bereich mit sorgfältig verlegten Steinen deutet darauf hin, dass einige Räume eine besondere Funktion hatten.
Es ist ein wirklich gut verlegter Fußboden aus dünnen Schieferplatten. Es wirkt sehr zerbrechlich und fein gearbeitet. Beim Betreten bemerkten wir, dass einige der Schieferplatten leicht brechen könnten. Du trägst aber auch große Stiefel, um fair zu sein. Stimmt, aber ich habe es auch barfuß probiert. Im Gegensatz zu den ausgetretenen Böden im Rest der Siedlung ist dieser Abschnitt viel filigraner gearbeitet. Das deutet darauf hin, dass es ein besonderer Boden ist. Vielleicht war es ein Raum, der nicht für den häufigen Gebrauch gedacht war. Was das mit der Funktion des Gebäudes zu tun hat, wissen wir nicht. Aber es hat sich doch sicher nicht um eine gewöhnliche Behausung gehandelt. Die Daten ermöglichen ein 3D-Modell von Tintagel. Auf uns heute wirkt der Komplex nicht herrschaftlich. Aber für Menschen des dunklen Zeitalters war es sicher palastartig. Es ist eine der bedeutendsten poströmischen Anlagen, die bisher in Großbritannien gefunden wurden. Eine völlige Abkehr von der Vorstellung eines dunklen Zeitalters. In Tintagel wurden nicht nur Waren aus fernen Ländern angekauft. Seine Bewohner müssen auch über ein wertvolles Handelsgut verfügt haben. Die Menschen, die die Atlantikküste hinaufkamen, sahen Tintagel in der Ferne und wussten, das ist ihr Ziel. Es ist ein wichtiger Hafen, in dem sie an eine wertvolle Ressource kommen. Wer auch immer auf Tintagel herrschte, er kontrollierte einen europaweit gefragten Rohstoff. Das Geheimnis von Tintagels Reichtum im dunklen Zeitalter findet man am Ende eines Feldwegs, 24 Kilometer entfernt. Eine ungeheuer ertragreiche Zinnmine. Sie war sogar am Anfang des 20. Jahrhunderts noch in Betrieb. Die Zinnmine wirkt heute wie eine natürliche Schlucht. 36 Meter tief, 40 Meter breit, 270 Meter lang. Bei Tintagel im Südwesten Britanniens in Cornwall liegt eine der drei Zinnquellen Westeuropas. Das ist auch ein Grund, warum die Römer Britannien eroberten und hielten. Der Abbau und der Handel dieses gefragten Rohstoffs über hunderte von Jahren hinweg hat diese Region reich gemacht. Denn Zinn, legiert mit Kupfer, ergibt Bronze für Waffen, Rüstungen, Alltagsgeschirr, Kunstwerke. Auch nach den Römern war Zinn aus Cornwall sehr gefragt. Wer auch immer Tintagel kontrolliert, steht an der Spitze eines Finanzimperiums. Diese Leute stehen nicht am Rand. Sie stehen im Zentrum einer sehr dominanten, erfolgreichen politischen Welt. Die Vorstellung ist falsch, dass im dunklen Zeitalter der Handel zusammengebrochen ist. Handelsverbindungen zum Kontinent blieben bestehen. Der allerletzte Tag der Grabung auf Tintagel liefert einen weiteren Hinweis. Die Archäologen machen eine aufregende Entdeckung. Es ist ein Stein für die Fensterbank im Gebäude 94. Irgendjemand hat damals Schriftzeichen eingeritzt. Es gibt mindestens drei Zeilen. Das ist ein A mit einem Hut drauf. Ich denke, es ist in Ordnung. Ich werde ihn einpacken. Er ist sehr schwer. Die Steinplatte soll in den Labors von Fort Cumberland detailliert untersucht werden. Es ist ein äußerst seltener Fund. Das ist sie also. Das ist sie.
Klar zu lesen, wirklich erstaunlich. Die Buchstaben wurden mit einem scharfen Werkzeug eingeritzt. Grob, wie zum Üben. Sie war nicht in ihrer ursprünglichen Position. Wahrscheinlich nur ein Probestück. Jemand, der seine Inschrift geübt hat. Vermutlich war die Platte nicht so wichtig und wurde in die Wand eingebaut, wo wir sie dann gefunden haben. Es ist eine der wenigen Inschriften aus dieser Epoche. Diese Kritzelei aus dem dunklen Zeitalter gibt wertvolle Einblicke in das Leben der Menschen auf Tintagel. Zuerst einmal, es ist Latein, die Sprache der Römer. Also die oberste Zeile, möglicherweise Tito, könnte sich auf Titus beziehen. Ein römischer Name. Und zwar ein beliebter in der römischen und der nachrömischen Welt. Das hier könnte Viridius lauten, ein weiterer lateinischer Name, oder vielleicht Viriduo. Und das hier sieht aus wie Fili. Ja, richtig. Es gibt auch einheimische Namen. Was steht hier? Vielleicht heißt es Budic, B-U-D-I-C. Es kommt im Walisischen, Bretonischen und Kornischen vor. Kein Latein also? Nein, kein Latein. Das ist Bretonisch oder Kornisch im Grunde. Die Menschen hier beherrschten mehrere Sprachen. Und hier ein T. Ja, vielleicht T-U-D, tut. Eine mögliche Übersetzung lautet: von Titus an Viridius, den Sohn von Budic Tuda. Der Gestaltung und den wenigen lesbaren Wörtern nachzuurteilen, könnte dies eine Inschrift für ein Denkmal sein. Die Platte wurde damals weiterverwendet. Heute ist sie ein Hinweis auf eine hochentwickelte, mehrsprachige Kultur. Das ist ein schönes A, ein wirklich schöner Stil. Es ist der Schriftstil, der damals in Manuskripten verwendet wurde. Auch eine Anspielung auf die Bibel ist nicht ausgeschlossen. Es braucht viel Zeit und Geschick, um Inschriften einzumeißeln. Der Verfasser gehörte einer komplexen und wohlhabenden Gesellschaft an, die gutes Handwerk schätzte. Und sie stammt aus dem dunklen Zeitalter, einer Epoche, von der wir denken, dass die Menschen im Dreck lebten und ungebildet waren. Ja, tatsächlich stammt die Inschrift von einer gebildeten christlichen Elite. Ich frage mich, wer das gemacht hat. Vielleicht Titus. Diese einfachen lateinischen Inschriften sind also in Cornwall erhalten geblieben. Wir haben es hier mit einer gebildeten Gesellschaft zu tun. Diese Menschen leben nicht am Rande von irgendetwas. Es gab keinen kulturellen Zusammenbruch, als die Römer das Land verließen. Tintagel blieb mit dem Mittelmeerraum verbunden, blühte auf und trieb Handel mit Europa, wie es wahrscheinlich Jahrhunderte früher schon der Fall war. Die palastartige Anlage von Tintagel und die hochwertige, gefundene Importkeramik könnten vielleicht die Verbindung herstellen zu König Artus. Die Grabung in Tintagel zeigt, dass diese felsige Landspitze am Atlantik nicht nur ein Handelsstützpunkt, sondern auch ein Machtzentrum von großer Bedeutung war. Vielleicht gab es da jemanden, einen mächtigen Herrscher, der viel später den Mythos von König Artus inspirierte. König Artus ist eine Sagengestalt, die aus historischen Fragmenten konstruiert wurde. Geoffrey wählte Tintagel als Artus Geburtsort, weil es im dunklen Zeitalter tatsächlich ein Machtzentrum war. Und darum geht es eigentlich, wenn wir über Artus sprechen. Er ist eine literarische Schöpfung, die auf historischen Quellen basiert. Ob es ihn gab oder nicht, ist im Grunde irrelevant. Wichtig ist diese Epoche an sich. Sie zieht Archäologen und Historiker an.
Es ist wichtig, um zu verstehen, was Großbritannien heute ausmacht. Die revolutionäre Erkenntnis ist, dass Großbritannien schon immer enge Kontakte zum europäischen Festland hatte. Seeverbindungen sind hier von entscheidender Bedeutung. Tintagel ist im Süden mit Frankreich und Spanien und im Norden mit Wales, Schottland und Irland verbunden. Es befindet sich im Zentrum eines atlantischen Handelsnetzes. Die Angeln und Sachsen dagegen, im Osten Britanniens, pflegen Kontakt nach Nordeuropa. Sie haben einen anderen Glauben und eine andere Kultur. Die archäologischen Funde deuten auf zwei Gesellschaften hin, die nebeneinander friedlich existierten. Es gibt eine wirtschaftliche Kluft zwischen diesen zwei Teilen Britanniens. Verschiedene Lebensweisen, aber keine Konflikte. Sie orientieren sich in unterschiedliche Richtungen. Nach außen, prallen an der Grenze nicht aufeinander. Wenn man das Meer und die Flüsse anstelle des Landes betrachtet, versteht man viel besser, woher diese Menschen kamen. Die Ausgrabungen in Tintagel sind abgeschlossen. Neue Funde belegen, dass das dunkle Zeitalter nicht von gewalttätigen Konflikten geprägt war. Es war eine friedliche Epoche des Handels und der Kontinuität. Irgendwo zwischen der alten Geschichtsschreibung, der Mythenbildung und der Archäologie entsteht eine neue Wahrheit. Diese Elemente fügen sich alle ineinander und fördern unser Verständnis der Vergangenheit. Insbesondere, wenn es um das 5. und 6. Jahrhundert geht. Die Legende von König Artus wird fortbestehen. Es ist ein Mythos, aber ein so wundervoller Mythos. Artus ist eine literarische Erfindung, ein romantischer Held, der das Ideal des Königtums verkörpert. Keine reale historische Figur. Es ist eine Geschichte, die auch heute noch ihren Platz findet. Wir alle brauchen Helden. König Artus füllt genau diese Lücke.